bisschen zu lang, bis es überhaupt losgeht. Ich habe nicht die ganze, ich habe nicht die ganze Nachtzeit. Oh, yeah. Red Dead Online Simulator. Okay, ich verstehe. Hatte das Spiel so Online-Probleme am Anfang? Ist das quasi so eine Parodie davon? Oder hat es vielleicht immer noch so Probleme? Ich weiß es nicht. Im Endeffekt kann ich quasi drei Schritte gehen und dann kommt der... Ah, so wird es leider vom Red Dead Online Server getrennt. Error-Message. Ich verstehe. Ich werde die Kritik an Rockstar weiterleiten. Oh. Na dann. Okay. Weiter. Mr. Flibbles. Ich schätze, das ist Mr. Flibbles. Okay. Das erinnert mich spontan an Goat Simulator. What the hell am I playing? Wenigstens hat das Spiel Ballphysik. Nicht so wie das andere mit der riesen Skelettwüste. Oh. Okay. Ich glaube, ich habe genug gesehen von Mr. Fibbles. Oh Gott. So, I got this mirror from the supermarket. And I needed to hang it up at home. And it, you know, came with two screws. And I ended up only needed one to hang it up, so... The other screw is a spare, I guess. Thanks. Verstehe ich nicht. Bist du dann konform? Hallo. Dreams geht. Random Dream Spiele. Der Reihe nach. Project Icarus Gameplay Demo. Na, schauen wir uns das mal an. Avatar. Metroid ein, das würde mich interessieren. Ah ja, das ist eine gute Idee, Katka. Das schauen wir dann gleich mal. Schauen wir uns das mal an. Das ist ja schon mal ein sophisticated Charaktermodell, der ganz schön hoch springen kann, aber sich nicht schnell bewegen. Oh, thank goodness, you're aware. Listen very closely, adventurer. Die Rolle ist komisch. Artifact I gave you has awoken your mind in this realm of dreams and will allow me to communicate to you over vast distances. You are our last hope, and we need your help. In this realm, the laws of reality as you know it are inconsequential. And just by focusing your mind, you'll be able to accomplish feats that were never possible. Aber eine gute Sprecherin. You'll be able to run faster and jump higher than you ever could before, as long as you focus your mind. Give it a try. If you remove the limitations in your mind, you can begin to do the impossible. Look over there, a floating crystal. These will be very important to your journey and represent the mind of another that's trapped forever. So, ich dachte, du bist der Kristall, der mit mir redet. For all of eternity, lest we help. Oh. Shatter it and free the mind within. Use your imagination once again. And conjure weapons to destroy the crystals once and for all. A minion of evil has been alerted to your presence. Target him and use your newfound abilities to vanquish the foe. Okay. Dodge and time your attacks effectively to avoid becoming incapacitated. Ich verstehe, sehr Dark Souls-ig.
nur ein bisschen clumsy, also ein bisschen abgehakt animiert. Und eigentlich ganz anders. Okay. Der Fernangriff ist nutzlos. Ja, genau. Schwert einmal. Pack, 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 pack. Wenn alle Waffen, die er sich vorstellt, echt werden, warum macht er dann sowas? Dann stell dir halt einen Granatenwerfer vor. Oder stell dir einfach die alles vernichtende auf Blickkontakt Tötungsbrille vor. Wie wär's denn damit? Ach, das ist ein Energiebalken, Idiot. Ja. Dadurch, dass die immer Heilung droppen, kann man einfach nur auf die draufhauen. Oh, Bosszeit! Jetzt kommt der Golem. Gut, dass wir noch so weit gespielt haben. Ich wollte schon weitermachen. Aber den Boss schauen wir uns noch an. No, you've awoken a golem. He will not be so easy to vanquish. Oh oh, und schon sind wir tot. You need to be more careful on your travels. I have recovered your consciousness for now, but I could lose you forever if you're too reckless. Glaube ich nicht. Ich glaube, die lügt. Ist aber auch gemein hier sein Angriff. Wollen das? Okay, der hat echt eine unendlich riesige Energieleiste. Oh, jetzt bin ich im Luzid-Modus. Ja, na also. Das war schon besser. Da kommt schon Protagonist. Draufhauen. Den schaffen wir noch, bevor du stirbst. Bitte. Ja! Ausgezeichnet. Das ist einfach die schnellste Fortbewegungsart. Hilft nichts. To a nexus of dreams. This is only the beginning of your journey. And a great many threats lay in front of you. Stay focused and prepare for what's to come. If only it were that easy. Okay, Ende. Ja, cool. Passt schon. Okay, bewerten wir das. Das erste, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das fand ich irgendwie nett. Ich weiß nicht, das ist schön gemacht hier. Das habe ich nicht lang genug gespielt. Ja, das ist halt, naja. Nee. Weiß ich nicht. Ist okay. Aber beenden wir das Surfen und suchen wir Metroid. Ah, das haben wir, das haben wir beim letzten Mal, glaube ich, schon gesucht, weil zumindest das erste kommt mir bekannt vor. Statt jetzt ja einfach auch mal ein Autosurf, einen Metroid Autosurf. Schauen wir mal, was uns das Spiel, aha, das
Metroidvania Game Concept heißt es. Jump, Attack, Move. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da ist noch nicht so viel Konzept, oder? Okay, ich habe da die Idee für dieses Spiel. Man läuft durch so ein Schloss und hat ein Messer und dann kommen Zombies, die immer wieder spawnen und die haut man um. Genial. Nee, ohne Witz, ich glaube schon alleine, das würde ich nicht hinkriegen, dass man einfach nur so einen Sidescroller-Charakter macht, der sich bewegt und attackieren kann und Gegner Schaden macht und so. Schon allein das ist schon was wert, aber es ist halt noch nicht wirklich viel Konzept für ein Metroidvania. Das sollte eher 2D-Side-Scroller-Nahkampf-Konzept heißen oder so. Erreiche den Ausgang. Super Metroid. Das finde ich lustig, dass der Wichtel, den man benutzt als Mauscursor, quasi der Kopf von dieser Samus Aran ist. Das ist irgendwie cool. Für Super Metroid ist das aber ganz schön 3D. Kann ich auch eigentlich schießen? Irgendwie nicht, oder? Ah doch. Aber die Kamera kann ich nicht bewegen. Katzen, bitte bringt euch nicht um. Macht nichts kaputt. Puh, das war ganz schön hart. Zum Glück hat man 100 Energie. Okay, ich setze mal jetzt. Geht's erst richtig los. Hey, warte mal, ich habe schon mal in Zelda gespielt, wo die Ausgänge genau so ausgesehen haben. Kann ich die einsammeln oder sind die böse? Wieder noch? Okay, interessant. Oh ja, das ist ein Plattformer mit der Sprungphysik. Das ist ja super. Gut, Super Metroid hatte wirklich eine seltsame Sprungphysik. Das kommt sogar vom Gefühl her einigermaßen gut hin. Das ist nicht gut. Also ich meine, gut getroffen, dass es nicht gut war. In Super Metroid. Oder zumindest ein bisschen weird. Machen wir mal weiter mit dem nächsten. Den Walljump fand ich in Super Metroid übel. Okay, machen wir weiter. Das ist auch noch ein sehr, sehr frühes Stadium, würde ich sagen. Aber dass der Wichtel der Kopf ist, finde ich irgendwie lustig. Oh, Entschuldigung, Kater. Kramok. Metroid Zone 1-4 Teaser. Ah ja, genau, das haben wir schon mal gesehen, weil das ist, da ist sonst nichts. Man sieht nur die Kamerafahrten, glaube ich. Ich habe mir schon immer gedacht, warum ist da so ein Ägypter? Schon so komisch, oder? Heute erst Super Metroid gespielt, war nicht so schlimm, wie ich es in Erinnerung hatte. Ah, okay. Muss ich vielleicht auch mal wieder spielen. Super Metroid suche ich auch noch mit Originalverpackung und Spielberater 250 Euro. Das ist natürlich nicht schlecht. Mach mal weiter. Ah ja, genau, das hatten wir auch schon beim letzten Mal. Auch sehr krude hier, aber grundsätzlich würde so ein Metroidvania ganz gut funktionieren, glaube ich. In Dreams.
das ist halt, wie gesagt, noch sehr nicht viel. Na gut. Next. Bright flashing lights. Okay. Vault Boy. Loading. Willkommen, Einheit 85, zu deinem Test. Ist das noch Metroid? Aber es sieht fancy aus, was auch immer es ist. Input Code. Ach so. Oben, oben, unten, unten. Ach so, es sind nur vier. Na, dann kann das nicht sein. Test Unit. If damaged, use battery. 5 gears into the battery. Vielleicht ist das wirklich ein Metroidvania, so ein bisschen. Das ist ein Gegner? Oh ja, ich glaube schon. Lauf! Kleiner Roboter! Lauf! Hol dir das blaue Ding da! Okay, das ist leider irgendwie... kann man nicht so einfach mit... Ich spiele noch was anderes. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Vault Boy ist eine Coverband von Bowl Thrower. Avalon. Embark on a new journey as the Bounty Hunter Ender. Na gut, schauen wir uns mal Avalon mit dem Bounty, mit dem Kopfgeldjäger Ender an. Oh Gott. Ich wieder. Oh ja, das ist hier, das sieht sehr nach Metroid aus. Oh, der Gegner sieht richtig cool aus, finde ich. Die Schüsse dafür nicht so. Und irgendwie erzählt es mir gerade total mein... Mein Gott, muss das so sein? Das ist ja furchtbar. Ich kann einfach überhaupt nichts zielen. Ich kann euch nicht beschreiben. Irgendwie lenke ich gleichzeitig den Charakter und die Waffe. Das ist furchtbar. Wirklich jetzt? Oh mein Gott. Warum? Oh Gott. Aber so auf den ersten Blick sah es echt gut aus und erinnert tatsächlich stark an Metroid. Aber das ist echt furchtbar, die Steuerung. Ich weiß echt nicht, was da los ist. Da stimmt irgendwas nicht, glaube ich. Oh Gott. Nee, das geht gar nicht. Ich bin mir nicht mal sicher, manchmal mache ich den Schaden, aber ich weiß nicht wie und warum. Der Soundtrack rockt, ja genau. Der Soundtrack rockt, der Gegner sieht eigentlich echt cool aus, finde ich. Aber diese Steuerung, das ist unglaublich.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob die KI funktioniert. Nimm das! Jetzt Wasser! Und jetzt wieder Feuer! Damit er immer wohl temperiert und gedämpft ist. Und jetzt Eis. Und jetzt die Sonne. Der hält so viel aus. Das ist echt bescheuert. Ich finde den Sound von der Wasser... Das ist wirklich eine Wasserpistole einfach nur. Ich will wissen, was passiert, wenn er stirbt. Ich hoffe, ich schaff's, bevor er mich umbringt. Komm schon mit der Wasserpistole. Schieß mir den kaputt. Ja! Besiegt! Jetzt schlittert er davon. Ganz langsam und komisch. Ich glaube, der Spielmacher hat mich vorgesehen, dass man das schafft. Oh doch, jetzt wird's dunkel. Okay. Das war's. Mhm. Da muss man noch... Da ein bisschen Feinschliff muss da noch hin. Aber ein paar Sachen sind richtig gut dafür. Aber leider ist es nicht wirklich spielbar. Oh Gott, das ist mir jetzt schon zu viel Text. Wenn ich so viel lesen will, dann spiele ich Disco Elysium endlich mal zu Ende. Lieber. Stärke 1, Geschwindigkeit 1. Ist das ein Rollenspiel? Ja, jetzt nicht mehr. Anscheinend ist das wirklich Rollenspiel irgendwie. Aber das ist halt echt auch noch so ein ganz, ganz frühes Konzept hier. VR unterstützt das Spiel noch nicht, das kommt anscheinend noch. Aber Bewegungssteuerung tatsächlich, das stimmt. Glaube ich, nur ein Standbild. Ist das Verkehr? Wahrscheinlich. Fliegender Verkehr. Ist das so eine Cyberpunk-Stadt? Eine Blade Runner City hier. Ja, bisschen abstrakt. Cool. Irgendwie passt. Weiter. Yikes, that's a lot of spikes. Okay. Bis jetzt ja noch nicht so viel. Ah, oh, da sind schon die Spikes. Ah, oh, und schon sind wir tot. Yikes, a lot of spikes ist auf jeden Fall schon mal ein cooler... Moment, wo war da jetzt ein Spike? Ja, das war schon ein Spike. Ist auf jeden Fall schon mal ein cooler Name. Komme ich da überhaupt durch? Nee. Kann ich mich irgendwie ducken? Ich wüsste nicht wie. Irgendwie nicht. Ach Quatsch, die Taste ist... Gibt's gar nicht. Nee, irgendwie kann ich mich nicht ducken. Wie soll das dann gehen?
Ich in die andere Richtung. Okay, die sollten noch eine Duck-Funktion einbauen. Dann wäre das vielleicht irgendwie spielbar. Also, wenn man Metroid eingibt, kann man anscheinend lauter Spiele, die man echt nicht spielen kann. Gute Nacht, Desert Railgun. Mach's gut. Wir machen eh gleich Schluss. Oh. Okay, ein Third-Person-Metroid. Red Planet. Oh nein, das wollte ich nicht. Eine schöne Art könnte ich mir Metroid auch vorstellen. Aber... ja. Denke mal, mehr gibt's da noch nicht, oder? Es ist wieder eins von diesen sehr frühen... Aber gut. Man kann rumlaufen, man kann springen, man kann schießen. Was will man mehr? Bist du ein Aufzug? Nö. Einfach nur so eine schwebende Platte, wie man sie kennt. So eine handelsübliche schwebende Platte. Ach, jetzt will er schon Bewertungen von mir. Okay. Das erste war im Grunde gar nichts. Das war echt, die waren alle... Die waren alle nicht so, dass ich sagen würde, yeah, eigentlich... Aber viel Potenzial in vielen davon, auf jeden Fall, finde ich. So. Jetzt schauen wir uns den Kurzfilm hier an. Unsatisfying Dream. Na dann, bin gespannt. Unsatisfying Dream. Oh nein, passiert da lauter so Sachen, die man aus dem echten Leben kennt, die furchtbar blöd sind. Anscheinend. Unsatisfying Dream. Ja. Finde ich lustig. Unsatisfying Dream finde ich lustig. Avatar Glider Minigame. Na, schauen wir mal. Ja. Mein Gott. Lässt sich okay steuern. Ist halt noch nicht wirklich ein Minigame, aber grundsätzlich. Warum nicht? Cool. Auf jeden Fall erkennt man den gleich wieder, den Glider. Cool. Aber nicht zurückspulen, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich Hauptmenü. Ein Spielfilm. The Passion. Es wäre schön, wenn bei Filmen dabei stehen würde, wie lange die dauern. Das würde mich nämlich interessieren. Oft. Naja, starten wir den mal noch. Schauen wir uns das mal noch an. Ein audiovisueller Kurzfilm. Nicht jeder Film audiovisuell. Na, theoretisch ist visuell das einzig wirklich Notwendige für einen Film. Dann ist es halt ein Stummfilm. Ohne Audio. Stimmt, Kater? Er würde mir zustimmen. Wüsste er, was ein Kurzfilm ist.
ein Stumpfe. Naja, ganz alte Stummfilme, da saß halt noch jemand im Vorspielsaal und hat Klavier gespielt. Ich weiß nicht, ob man das dann zählen lässt als Audio für den Film. Er wurde eher begleitet. Live. And the brain of an undeveloped chicken fetus. Ignorance befell him on top of that bloody wall. Doch, das zählt. Na, von mir. Ich find nicht. Stimmt, da hat Metatron ein Argument. Kann sich von Kino zu Kino unterscheiden. Nur wenn es ist kein fester Bestandteil vom Film. Es ist so ein The Ring Video. Oh oh. Oh oh. Angst. Das verwirrt mich und gleichzeitig kriege ich Hunger. Ich glaube, ich habe noch nie was gesehen, das so verstörend und gleichzeitig so appetitanregend ist. Oh Gott. Humpty loves you. Na dann. Schön. Was für ein schöner Abschluss für den heutigen Stream. War jetzt doch ein kompletter Dream-Stream. Das kriegt einen Daumen hoch von mir. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte eigentlich noch gern ein bisschen, aber ist egal. Na schön. Dann machen wir jetzt Schluss. Es gibt noch genug Spiele, zum Beispiel Shrek Eternal. Für den 24-Stunden-Stream uns das Spiel bestimmt auch nochmal begleiten wird. Und ansonsten Dienstag. Oh, jetzt wartet mal. Ja, kommenden Dienstag beginnt quasi ein neuer Stream. Und ich weiß noch nicht von was. Da müssen wir mal schauen. Irgendwie bin ich mit den Streams ein bisschen durcheinander gekommen, glaube ich, mit den Patreon-Streams und den normalen Streams. Habe ich da mal was verwechselt? Auf jeden Fall kommt jetzt quasi dann am Dienstag der nächste normale Stream. Ich weiß noch nicht genau, um was es da gehen wird. Welches Spiel wir da spielen werden. Müssen wir erstmal schauen. Na gut, gute Nacht zusammen. Bis bald. Ciao.